Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, dass ich das noch weiß, wie es geht, weil bei mir ist ziemlich lange her, dass ich das letzte Video gedreht habe. Ihr habt das nicht bemerkt, weil ich habe schon vorgedreht und es kommen auch noch Vorgedrehte jetzt danach, weil ich im Moment ein bisschen eingeschränkt bin. Das war auch so geplant und deswegen konnte ich schon ein bisschen vorarbeiten. Also nichts Schlimmes, nur Karpaltunnelsyndrom, was operiert wurde, ist nicht schön. Aber nicht wirklich schlimm, nur wenn man halt so ein Linkslegastheniker ist wie ich. Ja? Also ich bin mit links, also jetzt, es ist jetzt schon fast 2 Wochen rum, dass ich diese Schiene jetzt trage, also und die OP war. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon richtig super. Die ersten Tage wusste ich kaum, wie ich mir die Zähne putzen soll. Also mit links, furchtbar für jemanden, der so Rechtshänder ist wie ich, also so eingefleischter. Ja? Ja, aber jetzt hatte ich, weil jetzt habe ich natürlich gerade sehr viel Zeit und bin da viel im Internet unterwegs und habe so ein tolles Rezept gefunden, was auch so erfrischend ist aus der Rezeptwelt. Aber ich sage auch gleich, muss natürlich wieder nicht in Thermomix gemacht werden, kann natürlich genauso im Topf, da muss man da halt ein bisschen rühren. Ne? Aber ansonsten geht das natürlich auch ohne Thermomix. Und dieses Rezept habe ich jetzt gesehen und bei uns ist jetzt zurzeit nicht so tolles Wetter. Aber da Ende der Woche soll es wieder heiß werden und habe ich gedacht, das probiere ich aus. Also ich mag ja sowieso sehr gern schwarzen Tee. Ich trinke ja gerne Ostfriesentee mit Crunches und Sahne. Das habe ich aus meinen Borkum-Urlauben so mitgenommen. Und ja, deswegen, also schwarzer Tee mag ich mindestens genauso gerne wie so ein Latte Macchiato. Ja, und jetzt habe ich gedacht, ach, so was Schönes, Erfrischendes. Und da waren auch viele Kommentare dabei. Und die einen sagen, ach, ich habe es mit weniger Zucker gemacht oder war mir ein bisschen zu süß. Ich glaube auch, dass es mir vielleicht ein bisschen zu süß sein wird. Aber werde mich trotzdem an das Rezept jetzt heute das erste Mal halten. Und beim nächsten Mal würde ich dann vielleicht einfach weniger nehmen. Und wo, so schlecht, woran ich mich auch, es steht da Rotzucker. Und jetzt habe ich geguckt, immer Rotzucker, da stand dann immer Rohrzucker oder Rohrohrzucker. Ich kenne mich da nicht aus, aber weil die stand für die feine Küche oder so. Und da es ja ein ganz feiner Eistee-Sirup werden soll, habe ich gedacht, ach, dann ist das bestimmt total super. Das ist der Caribic Cane Sugar, bei Kaufland für 99 Cent gekauft. 100 Gramm haben durchschnittlich 396 Kalorien, also 2000. Na. Aber man muss jetzt sagen, es wird ja ein Sirup und da ich werde es schon sehr verdünnen. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel anderer Zucker hat. Wahrscheinlich mindestens genauso. Ne? Ja, also ich nehme jetzt den. Wäre ich jetzt aber nicht heute sowieso einkaufen gewesen, dann hätte ich jetzt ganz normalen Zucker genommen. Ich glaube, dann hätte ich jetzt auch weniger genommen, aber da sind genau 500 Gramm drin. Im Rezept steht 500, also machen wir es so. Und ich habe hier schon, das habe ich schon gemacht, ohne dass ihr das seht, weil, wie gesagt, ich jetzt auch nicht sonderlich geschmeidig in der Arbeit aussehe. Also sonst ja immer. Ne? 3 Bio-Zitronen, die habe ich wieder von Aldi gekauft, weil da einfach draufsteht, schale zum Verzehr geeignet und das ist mir dann immer sicherer. Also 3 Stück habe ich schon in Scheiben geschnitten. Und 2 Stück sollen ausgepresst werden. Und ja, da bin ich ja froh, dass ich jetzt in diesen 2 Wochen schon sehr dazugelernt habe und sowas schon mit links kann. Ja. Auch wenn es vielleicht ein bisschen angestrengter als sonst aussieht. Und da ist jetzt auch nicht weiter schlimm, dass ich da vielleicht auch Kerne drin habe, weil alles an sich wird ja hinterher durch ein Sieb dann noch abgegossen. Also das war der Saft jetzt von den 2 Zitronen. Und 700 Milliliter Wasser kommen direkt dabei. Deckel drauf. Und das wird jetzt 7 Minuten, also 700 Milliliter, 7 Minuten, oh, das kann ich mir sogar merken, aber bei 100 Grad Linkslauf. Und bei diesem Rührlöffel, also diese Rührlöffel-Einstellung. Ja, also, dass er wirklich nur leicht rührt und halt links rum, damit er jetzt nicht die ganzen Zitronen da zerschreddert. Ja, also 7 Minuten. Und was ihr natürlich jetzt auch schon machen könnt, während er hier das einkocht. Also, ich habe mir hier schon mal 3 Flaschen, also 2x500 Milliliter, eine kleine, weil die möchte ich verschenken die Woche noch. Die sterilisiere ich mir jetzt schon mal, indem ich die einfach mit kochend heißem Wasser aufgegossen habe. Und das gieße ich dann gleich ab und stelle es auf den Kopf und
kann das noch ein bisschen ablaufen und ist dann wirklich fertig, wenn hier auch der Sirup dann fertig ist. So, er ist fertig und jetzt kommt einfach die 500 Gramm Zucker. Ja, also wie gesagt, ich hätte den Satz jetzt nicht extra gekauft. Ja, und ich habe hier noch ein bisschen Zucker, einfach dem geschuldet, weil ich so tollpatschig jetzt bin und mir das natürlich umgefallen ist. Und das ist jetzt das, was ich mir hier noch aufgefegt habe. Also natürlich nicht vom Boden aufgefegt, ne, sondern hier auf der Fläche. Ja, wäre schade sonst drin gewesen. Ja, und das wird jetzt nochmal 2 Minuten. Bei 100 Grad wieder. Also da bleibt jetzt die Einstellung eigentlich gleich. Und Linkslauf und diese Rührfunktion. Also jetzt nochmal 2 Minuten. Und als nächstes kommt nämlich dann schon dabei, da habe ich hier, ich nehme jetzt hier 5 Stängel von der Pfefferminze, die ich auf dem Balkon habe. Und das riecht richtig gut so nach Wirklich Spearmint. Also, keine Werbung. Und ich habe mir schon parat gelegt, 6 Beutel schwarzen Tee. Ja. Wenn man jetzt vielleicht für Kinder, obwohl ich nicht weiß, ob die das mögen, ob denen das nicht, ich meine, gut, süß mögen die ja eigentlich immer. Aber ich habe auch schon mal gesehen, dass es ohne Koffein, also nicht, dass die hier steil stehen, wenn die das getrunken haben und schlaflos über Tage sind. Habe ich nämlich auch so eine Geschichte zu. Da waren wir nämlich wirklich auf Borkum im Urlaub und hatten Eistee und ja, weil der Kühlschrank, der war wohl ziemlich hoch eingestellt und da ist uns der Eistee gefroren. Und dann haben wir den, ja, diesen Brocken genommen und so ausgelutscht. Ja, das schmeckte natürlich ja nur, also das schmeckte ja super lecker süß und so, was man rausgelutscht hat. Ja, und den Eisklumpen hat man dann weggeschmissen. Ja, damit hatte man die volle Ladung Tein. Ja, und wir standen wirklich steil im Bett. Also werde ich nie vergessen, eine sehr heiße Nacht. Und ja, wir, also ich war da nicht mal mehr Kind, also ich war da schon erwachsen. Aber auch ich habe da nicht mehr geschlafen. Das war so eine, ja, Überdosis. Ne? Ja, also er ist nämlich jetzt auch schon gleich fertig. Er hat jetzt die 98 Grad erreicht. Jetzt soll nämlich gleich auch mit 98 Grad weitergemacht werden. Wahrscheinlich, weil Tee ja nicht wirklich kochend übergossen werden soll. Obwohl, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das geschmacklich ihn jetzt ruinieren würde. So. Und also ich packe jetzt hier die Stängel noch mit rein. Und hier die Teebeutel. Also die hänge ich rein. Erstmal ein bisschen hier beschweren, also dass die auch ins Nasse kommen. So. Weil da steht, das Papier soll nicht rein. Ja gut, ich klemme das einfach hier im Deckel jetzt ein. Und dann müsste das ja eigentlich auch gehen. Also, denke ich. Und ich könnte mir auch super vorstellen, da einfach Pfefferminztee jetzt noch mit bei. Weil mit der Pfefferminze, die ja sowieso drin ist, würde das, glaube ich, ganz toll passen. So, das wird jetzt nochmal für 5 Minuten auf 98 Grad, also weil Tee ja nicht so, ne? Ja, wieder auf Linkslauf und weiter diese Rührfunktion. Und dann haben wir es nämlich gleich schon. Die Flaschen, die gieße ich jetzt schon mal ab, also die sind jetzt natürlich auch schon knalleheiß. Und ich habe auch schon mein Sieb parat, denn, ja, das wollen wir natürlich nicht mit der Zitrone da reinpacken. So, die 5 Minuten sind jetzt auch rum. Ja, der Tee ist auch schön gezogen. Also, es, in den Kommentaren von diesem Rezept stand auch, ja, hab weniger Tee genommen und so. Also, das geht wohl auch. Oh, ist schon ganz schön schwer. Und jetzt, aber von der Farbe sieht es doch richtig nett aus. Und natürlich erstmal schön schwubbern. Aber vieles von dem Zucker hat sich gar nicht aufgelöst. Ich glaube, ich packe den nämlich jetzt gleich nochmal hier rein. Also
groben Stücken erstmal rausnehmen. Also jetzt habe ich mich doch ziemlich an das Rezept gehalten, aber wie man sieht, dieser ganze Zucker hat sich noch nicht aufgelöst. Also ich glaube, das würde jetzt mit einem normalen weißen Zucker vielleicht besser gehen. Und deswegen packe ich den nämlich jetzt nochmal hier rein und lasse den nochmal 5 Minuten auf 98 Grad laufen. Lass den jetzt nochmal auf 98 Grad für 5 Minuten laufen, einfach damit sich dieser restliche Zucker nämlich auch noch lösen kann. Ja, 98. Und dann mache ich mich jetzt auf Stufe 2. Jetzt ist ja nichts mehr drin, was da zerstückelt werden könnte, aber jetzt wird wenigstens der Zucker nochmal richtig gleichmäßig. Nicht, dass da in einer Flasche viel süßer ist als in der anderen. So, die 5 Minuten sind da jetzt auch nochmal rum. Also wie gesagt, im Originalrezept stand das nicht, aber ich mich einfach gewundert habe, dass da halt von dem Zucker noch nicht alles aufgelöst war. Und da ich gesehen habe, dass da auch noch ein bisschen kleine Kernchen auch drin sind, gieße ich das jetzt dann auch nochmal durch ein Sieb. Und also man sieht, ein paar Kernchen waren da noch drin. Jetzt fülle ich nämlich erstmal die Flasche noch ab, weil die möchte ich ja verschenken und dann soll die natürlich auch noch voll sein. Ne? Und das muss ich mich noch sagen, da hatte ich nämlich auch in einem Kommentar unter dem Rezept gelesen, dass eine schrieb, ich habe das viel länger eingekocht und noch mehr Zucker genommen, das wird gar kein Sirup. Ich glaube, der Begriff Sirup ist in dem Fall wohl falsch. Sirup stellt man sich ja vor, dass das so eine zähe, dickflüssige Sache ist. Das ist in dem Fall überhaupt nicht. Ich glaube, Sirup ist nur darauf bezogen, dass, ja, dass man es halt verdünnt hinterher. Aber das ist jetzt nichts Dickflüssiges, Zähes, wie man sich sonst so, die, zum Beispiel diesen Himbeersirup oder so, den man ja kaufen kann. Das ist ja, ja, Mörder. Klebrig und zäh. Ja, also bei mir, och, finde ich, ist es jetzt wirklich eine ansprechende Menge geworden. Also es ist wirklich ungefähr, also ziemlich genau, sagen wir mal, 1 Liter geworden, weil das sind 250 Milliliter. Ja, da mache ich natürlich noch ein schönes Schildchen für, weil das möchte ich ja verschenken. Aber jetzt werde ich das erstmal verschließen. Was ich nämlich, also da merkt man wieder, ach, wie behindert man auch mit so einer kleinen Schüsselgeschichte ist hier. Ne? Ja, und vor allen Dingen Autofahren. Autofahren geht halt auch gar nicht. Ja, ja, jetzt verschließe ich das und lasse es erstmal abkühlen. Da kommen jetzt gleich noch schöne Schilder drauf. Und ja, dann werde ich natürlich mit euch die Geschmacksprobe auch noch machen. Und jetzt geht es natürlich noch ans Probieren und ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier ziemlich unfallfrei. Ja, also das steht auch noch im Rezept, dass sich dieser Sirup, oh, jetzt wird es wahrscheinlich gleich plöppen, ach doch nicht, soll sich 6 Monate im Kühlschrank halten. Ja, also 6 Monate, ich meine, es ist halt sehr viel Zucker drin und ja, Zitrone konserviert natürlich eigentlich auch, aber in 6 Monaten ist Weihnachten, also da will ich auch keinen Eistee trinken. Ne? Also ich mache jetzt ungefähr einen Esslöffel da rein. Und ja, gucken wir mal, ob das reicht. Und ich habe halt schön Eiswürfel noch mit dabei. Also das wird dann auch schön kühl sein jetzt. Mmh. Aber da muss ich sagen, also ein Esslöffel ist wirklich ein bisschen wenig. Also da darf schon ein Schlückchen mehr sein. Wobei das jetzt natürlich schon auch ein großes Glas ist. Ja, wie viel hat das? Ich glaube 400 Milliliter ungefähr hat dieses Glas. Und also da hat man jetzt eigentlich noch gar nichts geschmeckt. Also die da reingeschrieben haben, ich mache da immer einen Teelöffel in ein großes Glas. Ja, da brauche ich gar nichts rein tun, weil da schmecke ich nämlich nichts. Ja, und das schmeckt jetzt. Das ist auch nicht zu süß. Absolut nicht. Also, da bleibe ich jetzt bei 3 Esslöffel
Ist vollkommen super und da würde ich jetzt auch den Zucker nicht reduzieren. Natürlich ist das viel Zucker, aber in dem gekauften, also ich glaube, dass da nicht viel weniger drin ist. Man sieht es halt nicht und dann bemerkt man es halt auch nicht. Ne? Außer auf den Probacken. Ja, das schmeckt mir richtig gut. Also ich habe es ja jetzt ziemlich schnell probiert. Die Eisstücke sind noch nicht geschmolzen. Aber wenn das jetzt so richtig eiskalt ist, wer vielleicht ein bisschen mehr Minzgeschmack haben möchte, der packt wirklich einfach noch einen Beutel Pfefferminztee dabei. Kann ich mir auch super vorstellen. Ja, also finde ich total klasse für den Sommer jetzt. Ne? Auch eine schöne Geschenk-Idee. Aber ja, wie gesagt, wenn ich jetzt überlege, ja, die Zitronen, oh, die haben 1,29, glaube ich, gekostet. Und der Zucker, wie gesagt, 99 Cent. Und ja, die Minze, gut, die habe ich jetzt, kann ich jetzt nicht großartig rechnen, die habe ich auf dem Balkon. Die wächst dann nämlich sehr explosionsartig. Ja, und viel mehr war ja jetzt eigentlich auch gar nicht drin. Und dafür bekomme ich sicherlich einige Liter daraus. Ne? Ich habe von Fanna diesen Eistee, habe ich jetzt gerade mal aus dem Kühlschrank geholt. Der hatte 2 Liter, aber der war im Angebot und kostete da, ich glaube, 1,49. Und da gucken wir doch mal, hier hat 100 Milliliter 27 Kalorien, ist auch nicht wenig. Ne? Also ich glaube, das tut sich echt nichts. Hier ist halt der Unterschied, hier weiß ich, was habe ich reingetan. Ach ja, doch, ich hatte gerade in der Berechnung noch die Teebeutel vergessen. Ja, also es ist schon noch eine klebrige Sache. Immer wenn ich das hier anpacke, das piekt so ein bisschen. Ne? Also die Teebeutel haben, ich glaube, wie viel sind da drin? 50 Stück für 75 Cent bei Aldi. Ne? Ja, also bei 2 Litern sind das ja hier auch 540 Kalorien. Das ist einfach so, wenn man was anderes trinkt außer Wasser, dann ja, ist da schon ordentlich Zucker drin. Aufguss aus Kräutertee, aus gelbem Tee, Zucker, Zitronensaft. Ja, die sind halt einfach so schlau, die schreiben gar nicht dabei, wie viel Zucker drin ist. Ne? Ja, dann schmeckt es natürlich umso besser. Nein, ich will nichts gegen den sagen. Also ich trinke den wirklich sehr gerne. Aber ja, das ist, glaube ich, die gesündere. Ja, natürlich, einfach Wasser wäre noch gesünder, aber will ich das den ganzen Sommer trinken? Nee. Ja, das werde ich mir jetzt hier schnabulieren. Kann euch das total empfehlen. Und ich glaube, das nächste Mal mache ich es einfach mit normalem Zucker, weil der hat es dann einfach ein bisschen teurer gemacht. Ne? Dieser besondere Rohr, Zucker, wie auch immer er hieß. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!